Das da im Bild, das bin ich. Mein Name ist Paul Kramer. Ich bin Filmproduzent, Videoproduzent, YouTuber und mein Hobby ist es, Stretch-Limousine zu fahren. Um das machen zu können, habe ich natürlich die Unternehmerprüfung gemacht, zusätzlich einen Personenbeförderungsschein und somit konnte ich Stretch-Limousinen vermieten. Was wir hier sehen, ist meine, ein Lincoln Town Car mit V8 4,6 Liter Motor. Macht mächtig viel Spaß. Das ist wie gesagt mein Hobby, was natürlich auch gewissermaßen mein Beruf ist. Beim ersten Kunden können wir nicht filmen, aus Diskretion, deswegen sehen wir uns gleich direkt zu Hause wieder. So, die erste Tour ist geschafft. Das ging in die Berufsschule, nach Leer, in die BBS 1 und dann haben wir nachher natürlich noch die nächste Tour. Und die nächste Tour geht dann quasi wieder zurück und mit ein bisschen ein paar Getränken und so weiter noch. Ich muss dann nochmal checken, einmal den Innenraum gucken, ob alles in Ordnung ist, gegebenenfalls einmal kurz durchsaugen. Aber das waren ganz kultivierte Leute hier, das sieht gut aus. Aber erstmal ganz wichtig, der Mops muss raus, komm! Das ist das Einzige, wo der Mops nicht mitmachen kann. Los, komm! Komm her hier, wir müssen in den Wald gehen, Spatzi! Na, wie läuft sowas ab? Das läuft immer so ab beim Limo-Fahren. Die ersten 10 Minuten ist eigentlich relativ ruhig. Und dann lassen die Leute die Sau raus. Wichtig ist natürlich immer, dass man gute Musik mit hat. Da ist ja ein AUX-Kabel alles drin und man kann das alles, kann CDs reinschmeißen, MP3-Stick und so weiter. Das ist auf jeden Fall alles möglich. Super! So, Mops ist leer. Gehen wir mal weiter ins Büro. Ja, herzlich willkommen in meinem Büro. Hier sitze ich normalerweise, produziere Videos, nehme Videos auf, Videoanleitungen, wie schon erwähnt. Und ich nehme natürlich auch meine Mietwagenaufträge entgegen, denn ich darf es nur von zu Hause aus machen. Gefährlich ist dieser Bereich, denn das ist der Mops-Haar-Alarmbereich. Denn der Mops hinterlässt wirklich überall seine Spuren. Ich würde mal sagen, checken wir mal, was überhaupt so eine Limo im Unterhalt kostet. Also billig ist es nicht. Das Fahrzeug, je nachdem was für ein Modell man hat, 20, 30, 40, 50, 120.000, gibt auch welche für 1,5 Millionen, ist natürlich die Sache, was man sich holt. Meine Stretch-Limo ist der Lincoln Town Car, amerikanisches Modell, hat den Vorteil, es verliert nicht so schnell an Aktualität. Ihr wisst zum Beispiel, wenn die neue S-Klasse rauskommt, spätestens nach dem Facelift, möchte das Ding keiner mehr fahren. Da hat man mit amerikanischen Modellen auf jeden Fall ganz klar einen Vorteil. Ganz wichtig, dazu kommt natürlich die Versicherung. Eine Mietwagenversicherung ist das. Und wir müssen eine Mietwagenversicherung haben, weil sonst sind die Personen im Innenraum auch nicht geschützt. Und außerdem zwingt das Mietwagengesetz natürlich eine solche Versicherung. Und die kostet mal eben 400 Euro im Monat. Jetzt könnt ihr euch natürlich mal ausrechnen, wie oft man sowas vermietet. Das ist nicht wie ein Mietwagen, der jeden Tag läuft. So ein Fahrzeug wird 2-3 Mal die Woche vermietet. Und vorzugsweise natürlich am Wochenende, wenn alle anderen frei haben. Das ist ganz normal. 300 bis 400 Euro Steuern sind da im Jahr ungefähr fällig. Das heißt, würden wir das Ganze finanzieren mit Abtrag, liegen wir bei so einer Summe von rund 1.500, 1.600 Euro, die man im Monat erstmal erwirtschaften muss. Da es mein Hobby ist, habe ich natürlich den super Vorteil, ich habe keinen Druck. Und wenn das Gerät einen Monat lang rumsteht, das ist mir auch egal. Aber ich feiere gerne und zum Glück kommen jeden Monat immer gute Aufträge rein. Vielleicht könnt ihr jetzt auf jeden Fall verstehen, warum man so ein Fahrzeug für 150 Euro die Stunde vermietet. Das ist ja nicht nur die Mietzeit, die man hat. Ich habe die Arbeit vorher eine Stunde, ich habe die Arbeit hinterher 2 Stunden, komplettes Reinigen, Desinfizieren. Es wird nach jeder Fahrt eine Ozonreinigung gemacht. Die Gläser müssen natürlich gewaschen werden und so weiter. Natürlich erhöhte Abnutzung, dadurch, dass sie auch drin eine Party machen, muss man auch alles mit reinrechnen. Und dann sind 150 Euro für die Stunde auf jeden Fall gar nicht mehr so viel. So, die Gläser habe ich schon rausgeholt. Und zwar stecken bei Stretch-Limousinen in Gläsern, ich zeige das mal ganz kurz, Servietten drin. Das hat nicht den Grund, dass es schöner aussieht, sondern einfach den Grund, dass man sieht, dass diese Gläser benutzt worden sind. Das heißt, ist die Mietzeit zu Ende, kann ich einmal durchgucken, wo fehlen die Servietten oder sind die unordentlich. Die Gläser nehme ich raus, komplett abwaschen. Zwischendurch müssen natürlich alle einmal komplett abgewaschen werden, einmal im Monat. Weil wer möchte da schon Staub drin haben? Und das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass man danach guckt, dass es ordentlich ist. Also als Vermieter verdient man auf jeden Fall an den Getränken noch mit. Wir haben natürlich normale Kneipenpreise hier in so einer Stretch-Limousine. Und der Kunde kann natürlich auch sagen, ich möchte meine eigenen Getränke mitbringen. Wir haben zu viele extra Wünsche. Und dann bezahle ich ein Korkgeld von 20 Euro. Damit sind dann Glasreinigung und so weiter alles mit drin. Und die Leute können hier ihren eigenen Fusel trinken. Und übrigens, das Telefon bei Kevin allein zu Hause war das, glaube ich, oder in New York, ist kein Fake, das gibt es wirklich.
Ich habe vorne auch ein extra Telefon, ist zum Beispiel die Trennscheibe oben. Dann kann man natürlich mich vorne anrufen, aber das hat bis jetzt noch nie jemand wirklich benutzt. Das Schöne ist, ich muss auch niemanden Rücksicht nehmen. Die haben wirklich hier hinten ihre eigene Klimaanlage, können alles, das ganze Licht, die ganze Anlage hier komplett steuern, eine eigene Musikanlage, und das heißt, ich habe vorne meinen Kram und die Fahrgäste haben hinten ihren Kram. Hat natürlich einen Vorteil, gerade wenn man Musik hören muss, die man nicht mag, dann macht man die Scheibe hoch und hat seine Ruhe. Aber im Großen und Ganzen macht es auf jeden Fall tierisch viel Spaß, die Leute damit durch die Gegend zu fahren. Die strahlen, die Leute, die am Straßenrand stehen, die strahlen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gleich auf jeden Fall die Gläser nochmal abwaschen, durchsaugen. Und dann kann es weitergehen zur nächsten Tour. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz ins Büro. Der Vorteil bei mir ist natürlich, ich bin nicht darauf angewiesen. Ich muss nicht auf die Minute gucken. Wenn das mal 15 Minuten länger dauert, dann ist das halt so. Dann habe ich auch meinen Spaß. Wie zum Beispiel nachher, da nehme ich meine Polaroid mit. Die eigentliche Dame, die das Ganze gebucht hat, liegt leider im Krankenhaus. Machen wir ein schönes Foto für die Dame, dass sie im Krankenhaus ein bisschen Spaß hat. Und das ist das, worauf es beim Limo vermieten in meinen Augen auch ankommt. Das ist kein Taxi oder kein Mietwagen. Klar, es fällt unter die Kategorie Mietwagen, aber es ist was wirklich Spaß machen soll. Und deswegen für mich ein perfektes Hobby. In Hamburg, ganz interessant, da gab es einen Vermieter, der ist unter Preis gefahren. Der hat wirklich halbe Preise gefahren. Der ist die Stunde für 70, 100 Euro gefahren. Und da gibt es auch ein paar Limo-Vermieter in Hamburg. Erstmal schöne Grüße dahin, die da nicht zimperlich sind. Ne? Die sind nachts hingefahren zu seinem Betriebsgelände und haben erstmal 5, 6 Limos mit Monocoque-Cocktails angezündet. Ja, eigentlich ist es nicht lustig, aber den anderen Leuten die Preise kaputt zu machen, ist auch keine faire Sache. Also da... So, herzlich willkommen am Tresen, das ist mein Partyschuppen. Hier werden die Gläser abgewaschen und schon wieder vorbereitet für die nächste Fahrt. Und hier hinten, ganz interessant, ein verstecktes Trinkgeld. Leute lassen natürlich gerne mal ihren Pfand im Auto. Klar, das nimmt man nicht mit auf die Feier, auf die Lokalität. Was auf jeden Fall bei der Limo-Vermietung super interessant ist, es gibt Unterschiede zwischen Land und Stadtkindern. Während die Stadtkinder nicht so viel Alkohol trinken, wird auf dem Land auf jeden Fall ordentlich gezecht. Also da merkt man auf jeden Fall schon einen mächtigen Unterschied. Jetzt will ich euch noch mal was Geniales zeigen, was richtig Geniales. Und zwar überall im Fahrzeug. Hier hinten kann man Getränke reinkippen. Die ganzen Eiskühler, die da unten sind, Eis rein, wenn das schmilzt, da sind Gullis drin, das läuft unterm Fahrzeug wieder ab. Hinten in der Ecke ist auch nochmal so ein Eiskühler. Also mega genial im Prinzip. So, wir tigern wieder los. Die Karre ist soweit fertig. Und auch bei der nächsten Tour oder generell bei Touren, da filme ich nicht. Das macht man nicht. Ja, es gibt Vermieter, die machen Fotos und sowas, aber ich mache das nicht. Ich finde das irgendwie blöd. Dann ist da mal wieder einer krank geschrieben und dann passt das nicht. Das ist für mich so am einfachsten. So, jetzt fahren wir mal das Auto schnell waschen. Ja, wie ist das Ding zu fahren? Das Ding fährt sich wie ein LKW vom Radstand her. Man muss natürlich aufpassen, aufgrund der Länge, dass wir nirgendwo aufsetzen. Gerade in Zonen, wo PKWs reinfahren dürfen. So, erfolgreich meine Tour zu Ende gebracht. Und das hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Jetzt nochmal eben schnell den Tankrüssel reinhalten. Denn so eine Kiste ist natürlich auch durstig. Und dann wollen wir gucken, dass wir dann Feierabend machen und die andere Arbeit machen. Das Schöne ist bei der anderen Arbeit natürlich, bei der Videoproduktion, dass ich mir das einteilen kann. Ich arbeite mit Mediashop, mit Amazon, mit vielen chinesischen Kunden und so weiter zusammen. Und das ist relativ egal, wann ich das mache. Ich kann es nachts machen. Und das ist halt meine persönliche Freiheit und ich finde das mega geil. Das Schöne bei diesem Modell ist auf jeden Fall, dass er wirklich für einen Ami relativ wenig verbraucht. Und der hat jetzt so im Schnitt 14 Liter, 18 Liter. Das kommt immer darauf an natürlich, was man damit macht. Und lässt man den Motor laufen im Stand, im Sommer verbraucht er weniger, viel, viel weniger als im Winter. Im Winter kann man mit bis zu 18 Liter rechnen bei dem Fahrzeug, weil die Heizung sehr enorm viel verbraucht. Hat noch eine Zusatzheizung mit drin, eine Zusatzklimaanlage. Und das muss man natürlich alles einberechnen. Hier läuft der Fernseher, hier läuft die Stereoanlage, hier läuft der Kühlschrank hinten. Und das sind die ganzen Sachen, die man natürlich alle mit einberechnen muss. Was ich nachträglich eingebaut habe und was mir super wichtig war, ist auf jeden Fall meine Rückfahrkamera.
Das Ding funktioniert auch im Dunkeln und ich möchte auf jeden Fall niemals ein Kind irgendwie erwischen oder überfahren. Weil erstens wird man da wahrscheinlich nicht mehr glücklich, wenn man sowas tut. Und wenn man hätte das verhindern können. Und außerdem würde das ja auch natürlich meinem Ruf schaden. Wer möchte in eine Limo mitfahren, wo Blut dran klebt? So, mein Tag ist gelaufen. Fahrzeug reinigen, ganz wichtig auf jeden Fall. Papiere zusammenpacken, Rechnungen ordentlich abheften, sonst schimpft das Finanzamt. Die wollen ja auch ihr Geld haben und ihre Straßen damit wieder bauen. Oder irgendwas anderes damit machen. Dann nochmal ins Büro den Anrufbeantworter abhören, Mails checken, ganz wichtig. Und gegebenenfalls die neuen Termine einmal klar machen. Und dann ist, was das angeht, für mich heute Feierabend. Und ich hoffe, euch hat diese Dokumentation gefallen über meinen Job als Limo-Chauffeur. Es ist einer der schönsten Berufe auf jeden Fall auf der Welt. Macht richtig viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, drückt Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck in aller Frische. Macht's gut.